Im Rahmen der Identitätsreise begegne ich immer mal wieder interessanten Persönlichkeiten. So auch wie mein heutiger Gast Ralf Scharrer. Ralf ist Schauspieler. Viele vielleicht kennen ihn von euch aus Unter uns als Markus. Er ist Unternehmer, hatte mit 18 Jahren den führenden Feinkostladen in Nürnberg gehabt und Autor sowie Gründer der Selbsthilfegruppe Aktiv gegen Stalking. Ralf, es ist mir eine unheimliche Ehre, dich heute in meinem Podcast als Gast zu haben und ich freue mich unheimlich auf das Gespräch. Da möchte ich einfach mal sagen, vielen Dank, dass ich da sein darf, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich gerne, einen Teil beizutragen und bin sehr gespannt auf die nächsten Minuten, Stunden. Schau mal, als ich dich kennengelernt hatte, habe ich mir erstmal die Frage gestellt, dieses geballte Selbstbewusstsein. Hattest du das eigentlich schon immer gehabt, also schon zu Kindheit- und Jugendtagen? Das ist eine sehr schöne Frage. Ich glaube, mein Selbstbewusstsein wurde ganz stark geprägt durch meine Großeltern, also gerade meine Großmutter. Ja. Es gab viel, viel Lob, aber auch eben vom Elternhaus, wenn wir etwas gut gemacht haben. Trotzdem mussten wir auch immer Leistung bringen. Geschenkt gab es quasi nichts. Es war immer, wir mussten immer irgendwas machen, ob das jetzt Staubsaugen zu Hause war oder irgendwas. Dann gab es Lob und gleichzeitig hatte ich trotzdem viele Freiheiten. Und ja, ich war schon immer selbstbewusst, weil wenn du von außen gesagt bekommst, dass du was Besonderes bist, und ich meine, das wird ja in vielen Familien, ach, das ist ja unser besonderes Kind, dann kriegst du dieses Gefühl von Stärke mit auf den Weg. Und das ist in der Erziehung entstanden. Aber im weiteren Lebensweg war dann irgendwann der Punkt erreicht, wo ich gedacht habe, ich bin in Franken geboren, dort haben Gefühle wenig Platz, also man geht eher zum Lachen in den Keller. Das weiß man irgendwie auch in ganz Deutschland, dass der Franke relativ stur ist. Und ich merkte, ich bin anders. Ich bin lebendiger. Ich bin nahbarer. Ich bin offener auch gewesen damals. Und das war so das Ding, dass ich gedacht habe, ich muss irgendwann meinen Koffer packen und muss hier raus. Ich muss woanders hin, damit ich das ausleben kann, diese Offenheit. Wusstest du schon immer, dass du Schauspieler werden willst? Ich glaube, die Wurzeln gehen sehr weit in die Kindheit zurück. Es war ein Wunsch da, aber ob ich es werden würde, wusste ich nicht. Es war nur ein Wunsch da. Und dieser Wunsch war irgendwann so stark abgespeichert, dass ich diesen Willen hatte, dem zu folgen. Deva, du musst dir vorstellen, wie so ein Keim, der in dir ist. Und der beginnt zu gedeihen, zu wachsen. Ja. Und du versuchst, ihn zu verdeckeln. Dann hast du einen inneren Konflikt. Und wenn du den verdeckelst und versuchst zu unterdrücken, dann ist das ungesund. Und ich wollte dem folgen. Also war ich als Kind sehr kreativ. Ich war auf einem Abenteuerspielplatz. Ich war im Kindergarten schon am Moderieren für eine Kindermodenschau, die wir dann eben den Eltern vorgeführt haben. Und ich habe dir auch was mitgebracht und deinen Zuhörern und Zuschauern eben auch, nämlich ein Bild aus meiner Kindheit, wo ich als Sechsjähriger das erste Mal auf der Bühne stand und spielte mit meiner Schule im Schultheater das Stück Räuber Hotzenplotz, Wachtmeister Dimpfelmoser. Wie hast du dich da gefühlt? Oh mein Gott, das war wahnsinnig spannend. Die Treppen rauf zu dieser kleinen Holzbretterbühne, das Pappmaché-Haus im Hintergrund. Ich sehe jetzt gerade diesen Helm. Das Kostüm hat mir geholfen, mich zu verwandeln, nämlich dieser Wachtmeister zu sein. Den Text vorher noch mal rauf und runter gebetet, bloß nicht versagen. Um Himmels Willen, Ralf, nicht versagen. Vergesst deinen Text nicht. Warum? Um nicht ausgelacht zu werden. Wäre das schlimm gewesen? Ja. Und ich glaube, das ist, ich habe das mal ein bisschen in meiner weiteren Laufbahn sehr, sehr genau untersucht. Ja. Warum gibt es eigentlich Lampenfieber? Warum gibt es dieses Thema Angst vor dem Versagen? Es ist genau das Thema, ausgelacht zu werden, verspottet zu werden, das Gelächter der Gesellschaft zu werden. Wurdest du oft ausgelacht in deiner Kindheit? Ja, gab es Situationen. Auch zu der Zeit? Ja, in der Grundschule gab es schon Situationen. Erzähl mal eine Situation. Eine Situation, ganz einfach magst. Eben, wenn du merkst, du bist Außenseiter. Also, warst du einer? Ich war einer.
Ich war immer schon anders, weil ich gemerkt habe, dass ich nicht im Strom schwimme. Also was man so erwartet. Ja? Und da, wenn du merkst, du bist anders und dann auch noch ein ganz, ganz einfaches Beispiel. Wir hatten Vollkornbrot zu Hause, also ein dunkles Brot. Ja. Ich bekam ein Umweltschutzpapier, wo es mit dem Füller dann auf einmal irgendwie nicht mehr so sauber war wie auf einem weiß gebleichten Papier, weil wir eben schon einen Umweltgedanken damals hatten in der Familie und meine Mutter eben im Reformhaus damals Brot kaufte, statt das Weißbrot, Auszugsbrot. Und dann stehst du mit dem Pausenbrot am Schulhof und fühlst dich schon komisch, weil du da allein stehst. Und weil du sicherlich auch komisch angeguckt worden bist. Und weil, was isst denn du da? Schmeckt das überhaupt? Das ist doch ganz komisch. Ist das vielleicht schon, also Kinder können ja auch so gemein sein. Wie hast du dich damals gefühlt in dieser Situation? Ganz, ganz, ganz. Weil da stehst du ja quasi im Rampenlicht, also im negativen Rampenlicht der anderen Kinder und obwohl du es eigentlich gar nicht wolltest. Es ist ja einfach nur ein Brot. Da kannst du gar nichts dafür. Und es geht ja auch letztlich als Kind immer um das Thema dabei zu sein. Dabei zu sein, nicht abgeschottet zu sein. Ich möchte gerne auch so schön haben wie die anderen Kinder, denn ich kam aus einer Klasse, wo viele Unternehmerkinder dabei waren, wo viele Gutsituierte dabei waren. Natürlich hatten wir auch Menschen aus der Arbeiterschicht dabei, Kinder aus der Arbeiterschicht, aber ich wollte dazugehören zu denen, denen es gut geht. Weißt du, was ich meine? Ich wollte einfach nicht Außenseiter sein und das arme Kind sein. Und jetzt komme ich aus einer Familie mit zwei auseinanderklaffenden Gesellschaftsschichten. Einmal ein unglaublicher Reichtum von meinem Großvater und der Großmutter mütterlicherseits, die Zahnarzt waren, sehr erfolgreich damals. Bis heute ein sehr gut verdienender Beruf. Ja. Und auf der anderen Seite eben meiner Mutter, eine Rebellin, die gesagt hat, und ich heirate meine Liebe, nämlich einen Fliesenleger, die dann den Geldhahn zugedreht bekommen hat von meinen Großeltern. Wahnsinn. Und jetzt musst du dir diesen Spagat vorstellen. Wahnsinn. Wenn ich am Wochenende bei den Großeltern war, lebten wir im Luxus. Und zu Hause wurden die Pullover gestopft und ich musste die Sachen auftragen. Es waren zwei Welten. Und ich habe es lange meiner Mutter übel genommen, dass sie so viel arbeiten gegangen ist und einfache Jobs angenommen hat. Heute weiß ich, es war aus Liebe. Aus nichts als Liebe, weil sie uns damit eben echt über Wasser gehalten hat. Und das hat mich heute im Nachgang wirklich immer, wenn ich drüber nachdenke, sehr berührt. Trotzdem war das Gefühl, das du ansprichst, unschön. Wenn du wie gesagt merkst... Was war dein Ventil? Ich meine, dieses Gefühl ist ja da, es kommt ja in einem hoch, ich kenne solche ähnliche Situationen, bei mir war es halt eben die Hautfarbe in der Grundschule, wo ich automatisch halt eben aufgefallen bin und in dem Sinne innerhalb der reinen Außenseiter war. Das ist ein Scheißgefühl. Mhm. Ne? Und solche Szenen passieren, gibt es ja heute immer noch in Klassen. Muss ja nicht nur Grundschule sein, sondern auch weiterführenden Schulen. Was war dein Ventil gegenüber diesem Gefühl, dieser inneren Stimme, die gesagt hat, Ralf, du bist jetzt hier gerade anders, du gehörst jetzt irgendwie nicht dazu und Jetzt muss ich lachen, weil es mir einfach einfällt, was ich gemacht habe. Ich habe mir ein Stück weit vielleicht auch meine Freunde erkauft, denn wir bekamen aus der Zahnarztpraxis immer kleine Geschenke und um trotzdem geliebt zu werden. Es geht ja wirklich nur um das Thema dabei zu sein, geliebt zu werden, nicht verachtet, nicht verspottet zu werden. Habe ich eben kleine Blendi-Zahnpastatuben verteilt und verschenkt und dann war ich wer. Du hast Liebe gekauft. Ich habe mir es gekauft. Also ich als Kind verstehst du es natürlich nicht. Wie hat sich das angefühlt für dich? Und das war gut. Das war gut. Klar, in dem Moment bist du dann nicht mehr der Außenseiter. Dann bist du beliebt. Warst du dann auch. Dann war ich beliebt. Und dann begann in der vierten Klasse etwas ganz Eigenartiges. Meine Mutter arbeitete damals in einem Kopierladen, in einer Druckerei. Und da ist immer wieder mal Papierschnipsel angefallen, die verschnitt waren. Und ich hatte dann so Elefantenpapier, ich hatte rotes, gelbes, blaues Papier, was einfach schöne Haptik hatte und was Karton war. Und dann habe ich dann Zeichnungen gemacht und ich habe gemalt und ich war unglaublich kreativ als Kind. Und plötzlich war ich der Star in der Klasse,
weil ich dieses Papier hatte. Und weil die Mädels alle gesagt haben, oh Ralf, kannst du mir so ein Briefpapier bringen? Ich schreibe Liebesbriefe und so weiter. Und jetzt passierte Folgendes. Weil ich auf der einen Seite so arm war auch, mir das aber nicht anmerken lassen wollte, habe ich gesagt, okay, du kannst das Papier bekommen, gib mir 5 Pfennig dafür. Und also dann habe ich schon diesen Geschäftssinn gehabt, ja, Wahnsinn. Und, das, okay. Und da war ich 9, 10 Jahre alt vielleicht. Und dann habe ich in der, wenn das jetzt meine Schulfreunde hören, dann können die nur mit dem Kopf nicken, weil sie jetzt wissen, kommt. Was ich da gemacht habe. Ich habe in der ersten Pause habe ich die Schulbank aufgebaut, meine Schulsachen in den Schulranzen gepackt und habe die Papiere wie eine Schaufensterauslage ausgelegt und habe gesagt so, ah, du möchtest das? 5 Pfennig bitte. Du möchtest das? 2 Stück? 10 Pfennig bitte. Und habe die verkauft. Ein unerlaubter Ralf Scharrer Markt quasi. Ich habe dein persönlicher Trödelmarkt und, quasi. Und der Lehrer, der wusste, dass ich das mache und damit habe ich mir meine Schulmilch gekauft. Es war unglaublich. Der Geschäftssinn war da und dann war ich wieder eben, wie gesagt, vom Außenseiter zum gefeierten Geschäftsstar, ne? innerhalb dieser Grundschulzeit. Ich habe aber eine wichtige Frage an dich, weil du hattest eben gerade gesagt, ich wollte mir das nicht anmerken lassen, dass ich arm war, hast du gesagt? Warum wolltest du dir das nicht anmerken lassen? Was war der Grund? Weil anders schöner ist. Also ich allein werte ja, wie fühlst du dich? Vielleicht auch, weil ich die Welt kannte. Die Welt des Geldes, die Welt der Unkompliziertheit, die Welt von Schönheit. Also in meinem Leben heute, wenn du heute in meine Biografie blätterst, geht es immer eben um Schönheit, um gefällige Farben, Formen und roter Teppich. Ja, auch, aber ich möchte es bitte schön haben im Leben. Ja? Was ja nicht verkehrt ist. Ne? Was nicht verkehrt ist. Und jetzt werte ich als dieser kleine Junge eben selbst und sage, oh, so geht's, aber so ist schöner. Verstehst du? Und deswegen habe ich für mich die Entscheidung getroffen, ich möchte es schön haben. Und ich möchte mir das nicht anmerken lassen. Und dann war ich halt eben auch eingeladen bei diesen Geschäftsleuten, bei der Kieferorthopädin, dessen Sohn eben dann die in der Villa einen eigenen Pool hatte und da war ich zum Baden eingeladen. Was glaubst du, wie du dich da fühlst? Denn ja, die anderen Kinder, es wurden nicht alle eingeladen. Und dann fühlst du dich schon als wie ein kleiner Prinz. Etwas Besonderes, wie ein kleiner Prinz. Du bist dabei, du gehst nicht unter, du hast etwas, du gehörst zu einem kleinen, bestimmten Kreis. Was ich aber sehr interessant von dir finde, ist, dass du als Kind eine Strategie entwickelt hattest, raus aus dieser Situation des Außenseiterseins, weil du hättest ja auch da drin bleiben können, ne? So, oh, okay, jetzt gucken die mich alle so komisch an, weil ich hier so ein komisches Brot habe. Und die Frage ist natürlich für mich persönlich, okay, was wäre dann passiert, wenn du jetzt nicht diese Sachen jetzt alles gemacht hättest, ne? Dass die Leute dich dann plötzlich angefangen haben, dich doch noch zu mögen, weil du bestimmte Strategien angewendet hattest. Das finde ich ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, den wir an der Stelle einfach auch unterstreichen und betonen müssen, dass betroffene Kinder, Jugendliche, betroffene Erwachsene nicht ein Leben lang in ihrer Außenseiterrolle bleiben müssen und da verharren müssen. Ich denke, das ist so ein Grundproblem auch von betroffenen Menschen, weil sie denken, okay, ich bin jetzt hier so anders und weil ich halt eben so bin, aus welchen Gründen auch immer, schauen die alle mich so komisch an, nehme ich nicht auf, aber es gibt auch andere Wege, wie zum Beispiel du, wie du das für dich halt eben auch gefunden hast. Ich glaube, jeder hat das gleiche Paket mit auf den Weg bekommen, selbst zu entscheiden. Und ich selbst entscheide, will ich das? Will ich in dieser Rolle, in dieser Situation bleiben? Später auf meinem Lebensweg gab es noch viel schlimmere Situationen, wo ich gedacht habe, was passiert da eigentlich gerade? Steh wieder auf. Steh bitte wieder auf. Auch wenn es der unbequeme Weg ist. Denn liegen bleiben ist einfacher. Und das war für mich der Motor, nie aufzuhören. An mich zu glauben. Punkt. Selbstbewusstsein. Zu sagen, okay, ich schaffe das. Ich ziehe mich da raus. An sich zu glauben, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Und zu verändern.
Und zu verändern. Ja, ja, und auch die Bereitschaft auch zu verändern. Ja. Ne? Weil viele denken ja, oder gerade dieses Wort Veränderung verursacht ja bei sehr vielen Menschen halt eben auch Angst, weil sie denken, oh, ich weiß nicht, was dann passiert, ne? Dieses Unbekannte. Aber gerade in der Veränderung passieren halt die schönsten Dinge. Ne? Also wie jetzt bei dir, du bist da raus aus dieser Rolle rausgekommen, hast dann quasi mit 8, 9 schon deinen Geschäftssinn entwickelt gehabt, wofür ich dich immer noch bewundere. Was wollten eigentlich deine Eltern? Also, was du werden solltest? Also ich bekam schon eine ganze Portion Freiheit mit auf den Weg. Ich habe ja erzählt, dass ich sehr, sehr viel Freiheiten hatte. Mhm. Ich war sehr kreativ als Kind und ich durfte ziemlich alles, was ich wollte, auch mit Puppen spielen. Und das war schon was, wo du ganz schnell riesengroßer Außenseiter bist, Deva. Mit Puppen spielen als Junge, das machst du vielleicht 1, 2 Mal, ja, manche Jungs gar nicht. Aber plötzlich war ich eben... Wie alt warst du da? Naja, so auch so 7, 8, 9, 10. Ja, ja. Auch da habe ich ein Bild mitgebracht, wo man mich sieht eben vor dem Haus meiner Großeltern mit einem Kinderpuppenwagen. Der war damals aus den 50er Jahren, nämlich der von meiner Mutter. Und man sieht mich, ich spiele hier mit Puppen. Ganz einfach, weil ich so das Behüten toll fand, Vater, Mutter, Kind spielen wollte und eben gar nicht merkte, was mit mir los ist damals. Ja, für mich war das ganz normal eben. Ja, ich würde es jetzt auch nicht jetzt irgendwie, also wenn ich sehe, ja, ein Junge, der hat so, der Wagen ist ja auch cool, ist ja ein cooler Puppenwagen. Mhm. Ne? Da könnte ich jetzt auch dahinter stehen. Da würde ich jetzt nicht jetzt irgendwie denken, okay, das ist jetzt irgendwie seltsam. Hat dich denn jemand, haben denn deine Eltern dir das Gefühl gegeben, das macht man nicht als Junge? Ja, Opa. Opa hat sich ein bisschen geschämt dafür. Wie geschämt? Erzähl, was ist das? Mein Großvater ist schon ein gestandener Mann gewesen, der in der Gesellschaft eben ganz oben angekommen ist damals und hatte schon so die Befürchtung, oh, wenn dann mal was nicht bleibt. Wie was bleibt? Ja, verstehe ich nicht. Ja, so. Natürlich gab es das Thema Homosexualität ja schon seit Jahrhunderten von Jahren. Ja. Wurde aber immer verdeckelt und es gab den Paragraf 175, ja, das unter Homosexualität unter Strafe stellt und von dieser Zeit reden wir. Wir stolperten ja gerade aus so einer Zeit heraus, das ist ja noch die 70er, 82. Das war ja dann also auch so Ängste und Sorgen, dass ich gedacht habe, ich habe mir nichts dabei gedacht. Später habe ich das eben im Nachhinein erfahren. Und nein, ich hatte eine große Freiheit, eine sehr große Freiheit und ich war beliebt bei den Mädels in der Schule. Und das war wieder toll. Das fühlte sich ja wieder super an. Ja, weil du ja in deren Feld ja auch unterwegs bist. Ach, ein Junge, der auch mit Puppen spielt. Genau. Und da war ich echt Sympathieträger. Und dann habe ich eben mich ganz bewusst entschieden, weil ich es nicht konnte, gegen Handwerken und ich bin in Handarbeit gegangen. Das heißt also, ich habe dort meine erste Küchenschürze selbst genäht an der Nähmaschine, weil ich es dort gelernt habe. War das komisch? Ja, es war total komisch. Für dich? Mhm. Warum? Weil ich als einziger Junge da war. Als einziger Junge. Während noch. Ja, aber du bist doch nur deinem Interesse gefolgt. Das würde ich immer noch nicht sagen. Doch, aber es war. Es fühlte sich komisch an, weil ich kam ja aus einer Zeit, in der man das nicht macht. Aha. Das macht man nicht. Ein Junge, Junge weint nicht. Ein Junge zeigt seine Gefühle nicht. Ein Junge näht nicht. Ein Junge, ein Bub spielt nicht mit Puppen. Das macht man nicht. Das Thema Vater und Mutter. Thema Maria und Josef. Adam und Eva. Es gibt eben nur die heterosexuelle Welt in meiner Kindheit. Von der Kirche, von der Erziehung, vom Kindergarten, von der Schule, von der Familie. Aber du hast es ja dennoch dann gemacht, obwohl du dich komisch gefühlt gemerkt, hast dabei. Ja, mit 10, 11 Jahren habe ich gemerkt, wow, das geht irgendwie in eine ganz andere Richtung bei mir. Ich gebe ein Beispiel. Wir hatten zu Hause den Quelle-Katalog, den Bader-Katalog, die ersten Katalog-Versandhäuser eben. Und du blätterst und bleibst eben nicht bei der Mädelsunterwäsche hängen, was der erste Zugang zu nackter Haut war, sondern ich blieb eben bei den Jungs, bei den männlichen Models hängen. Also jetzt nicht bei den Jungs, die 20 waren, sondern bei den männlichen Männern blieb ich hängen und habe mir das angeguckt und habe gedacht, was interessiert mich denn da jetzt so? Möchte ich auch so werden oder habe mich verglichen? Ich bin ja eher Typ Hemd immer gewesen. Und das war der erste Zugang.
dem, was mich dann letztlich irgendwann geprägt hat. Du warst in dem Zeitraum wie alt gewesen? 11. 11 Jahre alt, wo du gemerkt hast, okay, es ist jetzt nicht nur Puppenspielen, es ist nicht nur immer kurz die Handschürze nähen, sondern da ist mehr? Genau, ich hatte ein David Hasselhoff Poster, wo er oberkörperfrei bei mir letztlich eben im Kinderzimmer hing. Und gab es Probleme? Nein, nein. Opa hat dazu nichts gesagt? Nee, also das war so völlig in Ordnung, denn man hat ja sein Idol. Ja, ja, ja klar. Aber dass da ein oberkörperfreier David Hasselhoff hängt, das war schon okay, denn es war so aus der Bravo rausgeschnitten oder so. Wie ging es weiter? Du hast dann gemerkt, du hast dir diese Kataloge angeguckt, hattest dann das Poster hängen. Mhm. Naja, und dann merkst du eben schon so, wow, das könnte ein Problem werden. Das könnte ein Problem werden, wie sage ich es denn? Und ich glaube, wenn du merkst, das kommt überhaupt nicht in Frage, dass ein Mädel mal in deinem Leben ist. Also, da warst du wie alt, als du diesen Gedanken hattest? 14. Ach krass, da wusstest du. 15. Okay. Und dann wusste ich eben, alles um mich herum, meine ganzen Schulklasse war das so, ja, die ersten hatten eine Freundin, die ersten Freundinnen aus der Schule hatten einen Freund. Es war wieder dieses Heterogene. Und dann dachte ich so, um Himmels Willen, wenn ich jetzt mal, also ich erstens mal hätte ich gar keinen Zugang gehabt zu irgendwie, wo trifft man sich nicht, wie, ach Ralf, das geht schon wieder vorbei. Das ist vielleicht es ist nur einfach eine nur gerade so eine Phase, das ist gerade vielleicht nur eine Einbildung. Und damals war es ja auch so, dass viele gesagt haben, das ist eine Krankheit. Wer hat das gesagt? Die Gesellschaft? Die Gesellschaft und die Haltung war so, man hat das ja so mitbekommen, ja, das ist eine Krankheit. Entschuldigung, ich bin ein Teil der Schöpfung. Ich bin nicht schwul, weil es stylisch ist, weil es modern ist, sondern weil ich so geboren bin. Und das hat sich nicht entwickelt, sondern wenn ich zurückblicke, ist das schon immer, immer, immer da gewesen, die Veranlagung. Weißt du? Du hast sie nur später entdeckt dann. Ich habe sie immer wieder entdeckt und die ploppte ja dann immer wieder mal so auf, wie man hier sieht, eben mit dem Puppenspielen. Hier war die Neigung schon da, definitiv. Also es war nicht so, ja, ich spiele jetzt einfach mit Puppen, sondern du hast dich aktiv für dieses weibliche Feld, wenn ich das jetzt mal so, kann man so sagen, nennen darf. Ich hatte halt eben mit Autos gespielt, was man so in dem Alter dann macht. Ja, und dann kam der Gewissenskonflikt mit 14. Ne? Also alle haben eine Freundin, also machen halt eben ihr Ding. Ne? Und ich habe wieder eine Strategie entwickelt. Nämlich? Erzähl mir von der Strategie. Um nicht ausgegrenzt zu werden, habe ich halt einfach keine Freundin und keinen Freund gehabt. Ich habe nicht einen Versuch gestartet zu sagen, ach, ich probiere es jetzt mal, ich habe jetzt eine scheinheilige Geschichte hier am Laufen oder sowas. Ja? Ja. Eine Scheinfreundin oder sowas. Ja. Weil ich gemerkt habe, das wäre ich nicht. Also da war schon viel Ehrlichkeit in mir. Und um beliebt zu sein, habe ich meinen langen, langen Kindheitstraum wahrgemacht, indem ich war mit 12 Jahren irgendwann mal am Strand in Italien zum Zelten und fand diese Motorroller, diese Vespa-Roller ganz toll und wollte so mit 16 Jahren eben auch so ein Ding fahren. Ja. Weil, Thema Freiheit, du kannst hinfahren, wo du willst, musst nicht strampeln mit dem Rad. Mhm. Es ist motorisiert, Freiheit, und es ist eben so ein tolles Gefühl und mir hat es einfach auch von der Form her schön gefallen. Ein Motorrad? Nie. Aber diese Vespa, die hat mir gefallen. Und dann habe ich ab 12 Jahren jede Woche Zeitungen ausgetragen und 50 Mark dafür verdient. So lange, das machst du im Sommer, macht das ja noch Spaß. Yeah. Aber im Winter, wenn es kalt ist, wenn du frierst, wenn du denkst, oh Gott, du musst dich in der Metzgerei aufwärmen, wo es 1 Grad wärmer war als draußen, um dein Ziel praktisch zu verfolgen. Yeah. Ich will mit 16 Jahren diesen Roller haben, ohne zu Mama und Papa oder Oma und Opa zu gehen und sagen, ich bräuchte jetzt mal bitte, weil ich möchte mir gerne eine nagelneue Vespa kaufen. Also ich hatte 800 Mark für einen Führerschein, ich habe nicht 1000 Mark für eine alte, klapprige Vespa, nicht 2000 Mark für eine bessere Vespa, ich habe 3200 D-Mark bezahlt für eine brandnagelneue, fabrikneue Vespa. Mit deinem eigenen Geld? Mit 16.
Durch Zeitungen austragen. Mit 12 aber angefangen. Mit 12 angefangen. Das sagst du mal eben so nebenbei, aber das muss man sich erstmal so verinnerlichen. Also schon dein Geschäftssinn oder quasi auch dieser Wille, selbstständig zu sein und das eigene Geld irgendwie zu verdienen, das fing ja sehr, sehr früh bei dir an. Ne? Auch hier quasi so ein Grundtalent, was du halt mit in die Wiege gelegt bekommen hattest. Also ich mit 12 Jahren habe mir immer alle möglichen Dinge halt eben gewünscht und mein Vater hat mir dann auch alle möglichen Dinge dann gekauft. Bis ich dann später mich dann von diesem Muster lösen musste. Aber da waren wir ja noch lange nicht bei der Strategie. Du hast ja die Vespa gekauft und wie ging es dann weiter? Und war der Star. Wo? Bei? Bei allen Freunden. Bei allen Schulfreunden, in der Klasse, in der Schule. Ich war der Erste am Pausenhof, der mit der Vespa ankam. Das Gefühl ist unglaublich, wenn du am 16. Geburtstag auf dem Ding sitzt und du kannst sagen, das gehört mir. Das ist meins, da bist du der König. Das ist alles von dir erschaffen, erarbeitet. Ich habe es nicht geschenkt bekommen und dann schätzt du etwas auch viel mehr. Und diese Schätzen, diese Wertschätzung ist bis heute. Also wenn ich mir etwas kaufe, etwas leiste, dann pflege ich es viel mehr, als wenn du es nur geschenkt bekommst. Und das Thema war dann, dass ich gemerkt habe, Mensch, die Vespa ist schön, aber ich könnte sie noch ein bisschen schöner machen. Ich habe sie also gestaltet. Mein erstes Designerwerk war, meine Vespa zu veredeln und habe eine Jaguar-Kühlerfigur gekauft und habe sie vorne auf den Spritzschutz gepackt und habe eben so eine Wimper gekauft, ich habe sie einfach veredelt, so dass sie unglaublich schön war. Das war meine Strategie, geliebt zu werden, wenn du weißt, was ich meine. Um zu verdeckeln, dass ich schwul bin, um geliebt zu werden, um zu zeigen, aber ich bin doch wertvoll, oder? Verstehst du? Das war eine Strategie, die nicht die schlechteste ist, das weil war der Geschäftssinn. Das war mein Glashaus. Was du dir selber aufgebaut hast. Genau. Und das ist ja ein Konflikt. Jetzt musst du dir vorstellen, wenn wir heute von Homosexualität sprechen, ist es ja eine ganz andere Welt. Damals der erste Kuss bei der Lindenstraße wurde Bayern der Sender abgedreht. So konservativ war das alles noch. Es war ja eine Schlagzeile. Ja, und heute ist das gang und gäbe. Und wir sind Gott sei Dank, ich bin in den 90er und in den Nullerjahren auf die Straße gegangen, um für meine Rechte zu demonstrieren. Quasi fast mit als Pionier zu sagen, wir brauchen eine Gleichberechtigung. Das geht doch nicht. Letztlich aber. Hast du ja eine Maske? Habe ich eine Maske gehabt, genau. Und was sagte die innere Stimme zu dir? Hör mal, es war jetzt alles schön und gut, was du hier veranstaltest, aber das ist ja nicht die wahre Realität, weil die anderen lieben dich ja, mögen dich ja jetzt nur, weil du jetzt hier was Materielles hast, was Materielles vorweisen kannst. Ja. Das wird immer schlimmer. Ja, erzähl mir. Es ist wie. Das auszuhalten ist schwer. Also wenn du meinst, wenn du merkst, hey, in dir ist irgendwas, was andere nicht wissen dürfen und du baust irgendwas um dich herum auf und eine Scheinwelt. Ja. Warte, ich muss das mal versuchen, in Worte zu fassen. Wenn du etwas verdeckeln willst, und baust immer mehr drumherum auf und weißt, um Gottes Willen, irgendwann kommt der Tag, du musst es sagen. Ja, jetzt kommen fast die Tränen, weil das so emotional ist, aber es ist mir wichtig, weil es so ehrlich ist. Ja. Dann weißt du, oh Gott, ich glaube, ich muss zu Hause ausziehen. Um das auszuhalten, habe ich fingiert natürlich immer irgendwie gesagt, also wir hatten irgendwann dann mal ein Haus, ja, uns ging es dann also später besser und ich hatte ein ganzes Stockwerk zu Hause. Also ich hätte gar keinen Grund gehabt auszuziehen, aber ich hätte nie 18, 17, 18, also 16 Roller, 17 war ich dann schon in der Ausbildung, kaufmännische Ausbildung und habe gemerkt, ich werde nie eine Freundin mit nach Hause bringen. Und mit nach Hause bringen heißt, ich müsste ja durch den Flur, durchs Hausgang und eben... Du wurdest auch nie angesprochen von Papa oder Mama? Sag mal, Ralf, wann bringt sie? Also, sagen wir mal so, an meiner Bewegung, an meinen Gesten, an den Mimiken und so, hat man schon gemerkt, dass es in eine Richtung geht, die anders ist als andere. Also ich war nicht der Typ, der jetzt, ich war immer der Feine, der Filigrane. Und ich habe selbst auch bei Videos, zum Beispiel von der Konfirmation gemerkt, meine Drehung, da merkt man es ein bisschen, dass ich... Und da hat Papa nie irgendetwas gemerkt? Oder hat er gesagt, da stimmt doch irgendwas mit dem Jungen nicht? Doch.
Kannst du? Sie haben sich nie getraut, das zu sagen. Hattest du es gut, hör mal. Mit meinem 16. Lebensjahr ist der mir nämlich fast alle zwei Wochen auf die Nerven gegangen. Und hast du eine Freundin? Na, du hast doch bestimmt eine Freundin. Na komm, erzähl doch mal. Mhm. Ne? Und ich dachte so, geh mir nicht auf die Nerven so, ne? Damit okay. Mit diesem Thema. Die haben sich nie getraut, dir einfach diese Frage zu stellen. Warum? Wäre jetzt nicht schlimm gewesen. Nö, mein Bruder war dann auch so ein bisschen ein Spätzünder. Also wir waren dann eher so, ich hatte meine ganze Freizeit eben in diesem Abenteuerspielplatz gesteckt und verbracht und habe da lieber Hütten gebaut und aus Salztag Marionetten und dann habe ich Feuerspucken gelernt und jonglieren und das war so meine, ich habe Flöte gespielt, ich habe einen Kinderchor mitgesungen. Also meine Wochen waren voll von Montag bis Freitag. Ich war Handball spielen. Also ich war unglaublich aktiv. Ich kletterte und machte und tat und da kompensierte ich alles hinein, weil es mir Spaß gemacht hat, ja. Aber du hast es versucht zu kompensieren. Sehr schöner Satz, den du gesagt hast. Ja, genau. Und das war so das Ding, wo ich gedacht habe, nee, Freundin brauche ich jetzt nicht. Ist weit weg. Als ich aber dann gemerkt habe, so wenn so deine eigene Sexualität beginnt aufzublühen und du merkst, jetzt möchtest du aber doch auch mal irgendwie zum Zug kommen, dann weißt du, dass du eine Veränderung brauchst. Und die Veränderung war, ich musste wegziehen. Ausziehen von zu Hause, obwohl es platztechnisch gar nicht nötig war. Eigenes Stockwerk hattest. Ne? Eigenes Stockwerk hatte so ein eigenes Apartment, ja. Genau. Ja. Und ich hatte dann eine ganz, ganz tolle Arbeitskollegin, die im dritten Lehrjahr war und ich war im zweiten Lehrjahr. Mhm. Wir haben uns toll verstanden, wie beste Freundinnen. Und alle glaubten, wir wären vielleicht zusammen oder da läuft doch bestimmt mehr. Ja, ja. Aber sie wusste eben auch, ach, der Ralf wird mir nie irgendwie gefährlich. Und deswegen war ich immer so ein Frauenversteher, so ein Mädelsversteher. Sie wusste das von deiner Homosexualität? Sie wusste das, okay. Genau. Ja. Und ich zog also dann aus und dann habe ich angefangen, Lügen aufzubauen. Stopp. Wie war die Reaktion deiner Eltern, als du von heute auf morgen kamst und sagtest, ja, ich will ausziehen? Naja, es ist für Eltern immer schwer, wenn Kinder Flücke werden. Das Loslassen lernen wir nicht. Und es war sehr, sehr, sehr schwierig für meine Mutter, weil mein Bruder war zwei Jahre älter und lebte noch zu Hause und sah bei mir keine Notwendigkeit. Der ehrliche Grund war nur, dass ich endlich mal jemanden mit nach Hause bringen konnte. Nichts anderes. Und das habe ich so nie kommuniziert. Natürlich nicht. Da hättest du dich outen müssen, was ja ein absolutes No-Go wäre das zu der Zeit. Gut, dann bist du ausgezogen und dann... Luftlinie 500 Meter von zu Hause weg. Was? Das war natürlich Quatsch. Und du hast dann Lügen aufgebaut? Ja. Also, ich hatte in der Schule eine Freundin, dessen Vater war Pilot. Ja. Und der war aus München. Und ich lernte tatsächlich in einer Bar in Nürnberg damals eben meinen ersten Lover kennen. Und da warst du wie alt? Da war ich 19. 19, okay. 19. Mit 18 der Auszug? Mit 18, ja, genau, warte mal, 1.7.95 habe ich das Geschäft gehabt, da war ich 18, mit 19. Anfang 19 bin ich da ausgezogen und dann lernten wir uns kennen in Nürnberg. Und es war ja schon auch wirklich schwierig für mich damals überhaupt in so einen Laden zu gehen, in so eine Schwulenbar. Das war das erste Mal, dass du überhaupt da reingegangen bist? Allein. Und ich blätterte im Stadtanzeiger eben. Du bist alleine da rein? Ja, wo trifft man sich, wo trifft man sich nicht? Und ich stand stundenlang bei dicken Schneeflocken davor. Es schneite wie verrückt und ich saß im Auto und habe immer geguckt, wer geht da rein, wer geht da raus. Und dann gehst du durch die Tür und bist geoutet. Für die Menschen, die da drin sind. Du verläufst dich da nicht einfach hin, weil du musst da schon richtig hin. Und da wusste ich so, okay, ich bin schwul. Nimm das jetzt an. War das ein Selbsttest? Ja. Für dich? Weil es mich halt fasziniert hat. Also wenn du dich für etwas interessierst, dann gehst du dem nach. So also lange dann warst du bis dato, bis zu diesem Eintritt in diese Bar, warst du nicht zu 180% sicher? Doch schon. Und es war ein Trieb. Zum Verständnis für mich, bis du diese Bar betreten hast, hattest du, wenn ich diese Frage stellen darf, diese intime Frage, hattest du bis dato keinen Geschlechtsverkehr? Gar nicht. Mit 19 erst. Okay. Oh, das ist jetzt sehr, sehr, ja, es ist so. Dann warst du in der Bar und
dann erstmal alle Blicke auf dich und dann... Und dann habe ich da eine Cola bestellt und dann waren da 2-3 Leute, also ja, die so 20 Jahre älter waren als ich. Ja, das war für mich natürlich uralt. Okay. Ja, klar, verstehst natürlich. Du, als 19-Jähriger. Ja, klar. Ich da blutjung. Als Küken. Und ja, ich war nicht klassisch schön, aber ich hatte was. Also die Leute ja, blieben schon an mir so ein bisschen kleben und mhm, ich war gepflegt. Mhm. Und dann bin ich ja ganz schnell wieder raus und habe gedacht, oh Gott, Ralf, wie schrecklich. Ganz schnell wieder raus, wie heißt nach wie vielen Minuten? Ah, vielleicht das Cola leer getrunken, nach 10 Minuten wieder raus. Das war aber ein schneller Selbsttest, ja. Okay. Aber dann kommt, wie gesagt, irgendwann doch die Faszination, vielleicht ist heute jemand anderes da, vielleicht sind andere Leute da. Ja. Und ja, und da lernte ich dann eben in einer dieser Etablissements, ja, mhm, war ja auch immer so Milieu, Szene, mhm, Bahnhof, Schummrig, Rotlichtmilieu da und so weiter. Da geht man nicht hin. Das macht man nicht. Ja. Und nicht, wenn du ja, irgendwie so ein gepflegter Typ bist. Mhm. Ja, da trifft sich vielleicht, weiß ich nicht was. Also wir kommen ja aus der Zeit, Sedlmayr-Mord, weißt du, das sind ja alles okay, so Milieu. Es ist ja verpönt. Ja, und dann gehe ich in so einen Laden, in so einen abgewrackten Laden. Verstehst du? Ich habe das gemacht, weil, wie gesagt, eben auch ein Trieb da war. Und irgendwann hatte ich dann das Lügen angefangen zu Hause, weil ich natürlich die Verbindung noch so eng hatte mit Mama und meinem Stiefvater. Und habe immer erzählt, ja, ich fahre nach München am Wochenende mit der Schulfreundin und dann machen wir da, keine Ahnung, fliegen wir da ein bisschen irgendwie mit Segelflug und so weiter. Ja, auch da wieder eine Maske an. Das stimmte gar nicht. Ich habe mich nicht getraut, das zu erzählen. Also, dass ich jetzt da jemanden kennengelernt habe und so, dann fuhr ich plötzlich jedes Wochenende oder jedes zweite Wochenende nach München. Und da hatte ich so meinen ersten Zugang zur Sexualität überhaupt. Und da war für mich dies einfach stimmig, weil es war jetzt eben kein Gassenhauer, also kein, also war ein gut situierter Mann. Und gepflegt. Und darüber berichtete damals halt eine Bild-Zeitung nie, dass schwule Männer auch toll zusammenleben können, auch das Leben genießen können. Das Wie war halt war immer, dein Partner? Der war 28. Also 9 Jahre älter. Mhm. Ja, okay. Und unglaublich männlich und ich schaute zu ihm hinauf und das war halt etwas, was mich angezogen hat. So, und ich begann mit diesen Lügen und, und mit diesem Glashaus, das mir aufzubauen und es immer größer. Und deine erste Partnerschaft, ne? Wahnsinn, muss man genau, sich verinnerlichen. Und diese Platte, die da auf der Brust liegt, die wird immer schwerer und immer schwerer und ich denke, um Gottes Willen, irgendwann erdrückt das. Du hast geschauspielert. Irgendwann erdrückt das, genau. Ja, was ist dann passiert? Und dann gab es eine Geschichte, die ich erst im Nachhinein erfahren habe, denn meine Mutter hat irgendwann zu meinem Stiefvater gesagt, ich will wissen, wohin der fährt. Ich setze mir eine Perücke auf, ich leih mir den Porsche von der Gabi, ich fahre dem nach, ich will wissen, wohin der fährt. Aus Sorge. Aus Liebe und aus Sorge. Weil sie vermutete, dass ich irgendwie unter die Räder komme, in falsche Gesellschaftskreise gehe oder sonst was. Und das habe ich halt damals nicht verstanden. Ich wollte ja mich ausprobieren und mich bestätigen und mich ausleben auch. Ich wollte dieser ganzen Geschichte nachgehen. Ja, das war deine erste Beziehung, dein erster Kontakt zur Sexualität. Und ich konnte ihn nicht mit nach Hause bringen. Ja, weil klar, ich gedacht habe, um Gottes Willen, das... Wie denn ja auch? Deine Eltern dachten bis dato, auch ne, nach dem Auszug, dass du Ralf, der heterosexuelle junge Mann bist. Okay. Vielleicht. Ja. Vielleicht haben sie es sich gewünscht. Ja. Aber dann kam alles anders. Nämlich, die Mutter sagte dann, okay, ich will jetzt wie Inspektor Gadget das Ganze herausfinden, wo der hingeht. Und mein Stiefvater sagte damals, warte mal, ich mache das mal ganz anders. Und mein Stiefvater war ein brillanter Redner, von dem ich mit Sicherheit auch viel auf den Weg bekommen habe. Aber er konnte wunderbar rhetorisch ausholen und irgendwann auf den Punkt kommen, so, dass ich es als 19-Jähriger eben gar nicht gemerkt habe. Also er war da unglaublich geschickt im Reden und wir haben ab und zu mal sonntags Spazierfahrten gemacht über unsere Ländereien. Wir hatten so Nürnberger Land und ein paar Ländereien. Ja, und dann sind wir spazieren gefahren und das Auto fuhr vielleicht so eine Landstraße entlang. Wenig Verkehr, so 50, 60 km/h. Und ich saß neben ihm allein. Und er erzählte so von Liebe,
und holte dann aus und landete dann bei dem Punkt, das werde ich nie vergessen. Ja, weißt du, Ralf, es gibt ja auch die Liebe zwischen zwei gleichgeschlechtlichen Menschen. Also, dass eine Frau liebt und einen Mann und einen Mann. Boom. Ich habe gedacht, Puls, Blutdruck, Sprache weg. Wie jetzt fast. Du merkst es, ich du bist in der Szene. Ringe mit den Worten, weil es wieder da ist, das Gefühl. Ja? Und dann dachte ich so, um Himmels Willen, ich kann jetzt nicht raus. Wir fuhren langsam und ich brauchte quasi nur sagen, ja, so ist das bei mir auch. Genau das habe ich gesagt. Und er guckt dir und sagt, wir wissen das. Ich weiß das. Und Wahnsinn. Ich möchte, dass du weißt, dass wir dich trotzdem lieben. Wow. Und ich war fix und fertig. Weil in dem Moment komplett eine Erlösung war von dem Gefühl von, diese Steinplatte rollt von der Brust weg und es ist wie eine Eierschale, die zerbricht, weil du schlüpfst, weil du ausbrichst. Und das war eine Befreiung. Wow, pur. Weil du bis dato dir Szenarien ausgedacht hattest. Was ist wenn? Oh, das ist doch ein Weltuntergang, weil wir in so einer Zeit leben, wo es halt eben nicht erlaubt ist. Und genau. Meine konservativen Eltern, genau. Etc. Aber bitte, bitte, bitte sag's nicht der Oma und nicht im Opa. Hast du gesagt? Mhm. 3 Wochen später machten wir einen Spaziergang. Es war irgendwie super Wetter. So Frühlingsstrahlen. Und ich war wie immer schick gekleidet, ja, hatte einen beigen Anzug an. Und ich verstand mich mit meiner Großmutter brillant. Sie war so eine Grand Dame, so eine weltgereiste, weltoffen auch. Eine feine Dame. Eine feine Dame. Ich nannte sie immer meine kleine Marlene Dietrich, weil sie so elegant war eben auch. Ne? Ja. Also, und wir spazierten und dann, du kennst es vielleicht, oder wenn man spazieren geht, dann sind die mal zusammen, dann sind die mal zusammen. Ja, und ich lief also mit meiner Großmutter und Jan und waren 20, 30 Meter weit weg und plötzlich sagte sie so, ach weißt du, den Patrick Lindner, den finde ich ja auch ganz toll und der hat ja auch einen Freund. Ne? Also wusste ich in dem Moment auch, okay, sie weiß es. Und sie sagte nur, Ralf, und wen auch immer du mal liebst, das ist völlig okay. Und in dem Moment, das habe ich nicht erwartet. Ja, das habe ich. Weil du das Horrorszenario dir vorher ausgemalt hattest. Genau, genau. Ich habe mir das Schlimmste ausgemalt und obwohl es gar nicht so schlimm ist. Und natürlich habe ich dann auch in Zeitungen, in einschlägigen Magazinen auch gelesen, wie oft Kinder verstoßen werden. Mhm. Ja? Mhm. Keinen Kontakt mehr haben zu den Eltern. Und da sind wir wieder bei dem Thema, aber ich will doch geliebt werden. Das war ein Geschenk. Hattest du, das kann ich mir definitiv vorstellen, weil da ist nicht nur ein Stein vom Herzen gefallen, sondern sämtliche Illusionen, die du vorher mühsam dir aufgebaut hattest, mit einem Schnipsen halt eben weg. Hattest du Angst, dass deine Eltern dich und deine Großeltern nicht mehr lieben würden und dich ausstoßen würden? Und aus dieser Angst hast du dann diese Illusion. Ich glaube, genau das ist der Hauptgrund, der Beweggrund, der Motor, die Motivation zu lügen. Ich glaube, Ralf, in so einem Fall. Ich glaube auch, dass das, was du damals gefühlt hast, was da bei dir auch diese Beweggründe waren, warum du diese Illusionen halt eben aufgebaut hattest, dass das heute leider Gottes immer noch zutrifft auf viele junge Menschen, die gerade halt eben wirklich Angst haben, okay, ich weiß nicht, wie mein Vater, meine Mutter reagiert, wenn sie erfahren, wie ich wirklich halt eben ticke oder was meine wirkliche Richtung ist. Und deswegen finde ich das sehr interessant, ne, wie du es auch beschrieben hast, hey, es muss gar nicht immer so kommen, wie man selber vielleicht auch denkt. Am Ende des Tages ist es eine Entscheidung, wo die Eltern, das Umfeld halt eben damit auch leben sollte, und musst. Und meine persönliche Meinung ist halt eben auch, dass gerade Homosexualität in der heutigen Zeit leider Gottes immer noch ein Thema ist. Ne? Und dafür setze ich mich ja auch ein, wo ich sage, akzeptiert die Menschen so, wie sie sind. Genau, das ist das Hauptrezept, glaube ich, von gesellschaftlichem Zusammenleben, guten Zusammenleben.
Akzeptanz. Respekt. Respekt. Genau. Respekt ist so wichtig auch, ja. Akzeptiere dich, wie du bist. Erstmal. Ja, also auch eine Situation. Ich muss sie erstmal akzeptieren. Was auch immer passiert, es gibt so viele Lebenskrisen, wie es Leben gibt. Und deswegen, Lebenskrise kommt, egal auf welcher Ebene. Aber akzeptiere es erstmal und guck dann weiter. Also Akzeptanz, Respekt ist für mich ein Schlüsselwort. Freundlich sein. Ich kann auch alles freundlich sagen. Ja, ja? Definitiv. Und deswegen, was würdest du jungen Menschen empfehlen, die sich in so einer ähnlichen Situation wie du damals befunden haben, ne, die hadern in diesem Dilemma, okay, ich habe keine Ahnung, wie mein Vater, meine Mutter reagieren würde, ich kann denen das nicht sagen. Es gibt ja auch Homosexuelle mit, ne, die auch mit Migrationshintergrund, ne, die aus Ländern kommen, wo es halt eben noch ein Tabuthema ist. Was würdest du denn empfehlen? Ja, es gibt über das Tabuthema hinaus sogar 17 Länder auf der Welt, wo Homosexualität die Todesstrafe mit sich bringt im Jahr 2020. Okay. Das kann nicht sein und deswegen gehe ich weiterhin auf die Straße zurzeit nicht, aber wenn es wieder möglich ist, mein Rat ist einfach, es lebt sich leichter, ehrlich zu sein. Es lebt sich leichter, wenn du ehrlich bist zu dir selbst. Das ist mein Tipp an alle, ehrlich zu sich selbst sein und das spiegelst du dann eben auch wieder und letztlich, es ist hart, was ich jetzt sage, aber wichtig, es muss einem egal sein, was andere über dich denken. Nur dann findest du deine eigene Mitte, habe ich festgestellt für mich. Und seitdem lebt sich's für mich viel einfacher. Ich muss niemandem mehr irgendetwas erzählen. Ich muss mich nicht mit fremden Federn schmücken und was aufpauschen, um der Bessere zu sein, um besser dazustehen, um geliebt zu werden. Ich bin heute so authentisch durch diesen Weg. Das ist mein Rat. Ralf, noch besser hätte ich diesen Schlusssatz nicht formulieren können. Ich höre dir allgemein sehr gerne zu, aber hier nochmal so einen tiefen Einblick zu bekommen aus deiner Geschichte, ich denke, das hat meinen Horizont nicht nur erweitert, sondern auch sehr vielen betroffenen jugendlichen Kindern oder auch Erwachsenen, die sich in ähnlichen Dilemma befinden. In erster Linie ganz, ganz recht herzlichen Dank, dass das jetzt geklappt hat, trotz deines vollen Terminplans. Und ja, von meiner Seite aus, ihr habt Ralfs Geschichte gehört. Am Ende des Tages sollte es tatsächlich euch auch egal sein, was andere Menschen denken. Ihr tut euch selbst auch keinen Gefallen, wenn ihr euch selbst eine Illusion aufbaut. Und ihr wisst ja, mein Motto, legt die Maske ab und fangt an, euer Leben zu leben. Ralf, vielen Dank, dass du da warst. Millionen Dank für das tolle Gespräch. Dankeschön. Alles Gute.